Mit diesem Gericht hier ist eigentlich schon 2 von 5 Portionen am Tag abgedeckt, nämlich ein Fruchtteil und ein Gemüseteil. Es ist super simpel, super schmackhaft, auch extrem schnell zubereitet. Dazu nehmen wir frische Bohnen, die kurz blanchieren. Empfehlenswert, nicht roh zu essen, wirklich kochen zu essen. Das haben wir gemacht hier, die sind parat, abgekühlt. Dazu ein bisschen Melone, da kann man nehmen, was man will, was auch reif ist. Bei den Melonen schmeckt man sie in den meisten Fällen direkt, ob sie reif sind. Dazu ein bisschen Honig, ein bisschen Sesam, ein bisschen Chili und der Koriander. Wir fangen an, wir hier so Schnitz Wassermelonen, tun die auslösen und machen dann so schöne Würfel. Das schneiden wir sie so in Scheiben. Es gibt nachher wunderbare Würfel. Und das ist noch wichtig, gerade bei einem Salat, dass so ein bisschen das Texturverhältnis gleich ist. Hier haben wir die Wassermelonen vorbereitet. Und hier genau dasselbe. Sehr gut. Hier wieder. Und hier ist sehr wichtig, jetzt einfach, wenn wir so mit einer extrem intensiven Fruchtnote arbeiten, die sehr, sehr viel Eigendynamik hat, brauchen wir im Gegenpol frische Zitronen und eben auch ein bisschen Knoblauch wieder, weil der Knoblauch da auch wieder das Ganze auffährt und das Ganze auch so ein bisschen so in einen runden Geschmack hineinbringt. Wir nehmen Butter, etwa 1 Esslöffel. Voilà. Nebenbei Knoblauch fein abschneiden. Dann haben wir hier Chili. Die wollen mit Kernen, die wollen ohne Kernen, ist sicher auch möglich. Kerne rausnehmen ist super simpel. So leicht rollen in den Händen und dann werden die Membranen weich und dann fallen die Kerne unten raus, ohne grosses Problem. Voilà. Bohnen. So. Das ist wichtig, Bohnen wirklich bissfest kochen, nicht zu viel kochen. Chili, jetzt ohne Kerne können wir ein bisschen geben. Voilà. Schwarzer Sesam, tun wir einen Teil jetzt schon rein. Ein bisschen mitrösten und den anderen Teil am Schluss noch. Dann haben wir hier Honig. Oh, wie geil ist denn das? Und jetzt der Honig nochmal ein bisschen mit den Bohnen, mit dem Chili zusammen rösten. Koriander, tun wir hier jetzt stillen. 3 am Anfang. Voilà, Melone. Sieht farblich schon sensationell aus. Es macht extrem viel aus. Am Schluss nochmal Sesam. Ein bisschen Zitronensaft und noch Prise Salz. Und schon ist der Salat servierbereit, lauwarm. Mit allem, was es braucht, richten wir es an. Wunderschön. Sieht das etwa aus. He? Wow. Noch ein bisschen Korianderblätter. Frisch. Und ganz wichtig bei diesem Gericht, am Schluss nochmal ein bisschen Zitronensaft. Okay. So simpel, so farbenfroh, so bunt. Von 5 Geschichten am Tag ist 2 abgedeckt mit Gemüse und Frucht. Also go ahead. Den kannst du nur empfehlen, den Salat.